Ich bin Biologin von der Ausbildung her und meine Spezialgebiete sind Mikrobiologie und Umweltgenomik. Ich erforsche seit vielen Jahren eine ganz besondere Gruppe von Mikroorganismen. Die heißen Archaea und sind keine Bakterien. Archaea sind in zweierlei Hinsicht sehr spannend zu beforschen. Der eine Aspekt bezieht sich auf die Evolution. Also die haben in der Evolution aller Organismen auf dieser Erde immer wieder eine Rolle gespielt. Und der zweite Aspekt der Archaea ist, dass sie ökologisch relevant sind. Es gibt eine Gruppe, die macht ein wichtiges Treibhausgas, das Methan. Und die zweite ökologisch wichtige Gruppe sind die ammoniakoxidierenden Archaea, die also Stickstoffverbindungen umsetzen. Aber im Prinzip haben diese Archaea, genau auch wie die Methanbildner, auch eine wichtige ökologische Funktion. Die Herausforderungen, die wir heute haben in Bezug auf Landwirtschaft und allgemein in der Umwelt, beziehen sich unter anderem darauf, dass wir unsere Umwelt mit Stickstoff überladen haben. Die Herausforderung ist, dass sehr viel Düngemittel in die Umwelt gelangen, weil die Pflanzen nur 30% dieses Kunstdüngers überhaupt aufnehmen können und der Rest wird in die Umwelt gespült. Und für dieses Ausspülen des Stickstoffs sind Mikroorganismen verantwortlich und unter anderem auch eben diese Archaea. Deswegen ist die Forschung sehr wichtig, nämlich dass wir verstehen, wie diese Mikroorganismen arbeiten, wann sie besonders aktiv sind und wie wir ihre Aktivität auch hemmen können in der Landwirtschaft oder vermeiden können jedenfalls, dass so viel Stickstoff in die Umwelt gelangt. Also ich forsche jetzt schon seit fast 20 Jahren an diesen ammoniakoxidierenden Archaeen, die im Boden vorkommen. Und das Besondere ist, dass wir diese genomische Forschung kombinieren mit dem Versuch, auch Mikroorganismen in Laborkultur zu bringen, sodass wir sie weiter studieren können. Und diese Kombination der Forschung habe ich sehr stark sozusagen vorangetrieben mit meiner Gruppe. Und das ist auch der Grund, warum ich mit diesem FWF-Wittgenstein-Preis gewürdigt wurde. Also meine persönliche Geschichte, wie ich Biologin geworden bin, ist, glaube ich, nicht typisch. Sehr ungewöhnlich eigentlich. Ich war in Deutschland auf einem neusprachlichen Gymnasium und ich wusste gar nicht, dass ich mich für Naturwissenschaften interessiere. Ich habe nur Mathe geliebt und ich habe Biologie in der 10. Klasse abgewählt. Und ich habe angefangen, Sprachen zu studieren und Wirtschaft. Und dann bin ich über Kommilitoninnen auf die Idee gekommen, Biologie zu studieren. Und auf einmal hat es mich total gepackt. Ich fand es super spannend auf einmal und dann war die Sache klar für mich. Um wirklich zur Ruhe zu kommen, gehe ich sehr gerne in die Natur. Das war auch einer der Gründe, warum ich zumindest in die Nähe der Alpen wollte. Ganz gerne und mein Mann auch. Wir gehen sehr gerne in die Natur und wandern in den Bergen. Und ansonsten genießen wir natürlich auch die Musik in Wien. Also das finde ich auch ganz klasse, dass man hier so viel Auswahl natürlich hat. Und das macht mir sehr viel Spaß. Wir gehen also sehr gerne ins Konzerthaus oder in den Musikverein für Konzerte. Was ich besonders mag, dafür habe ich vielleicht ein Faible, sind junge Interpretinnen und Interpreten. So Rising Stars gibt es so Serien oder Auftritte, die finde ich besonders inspirierend, immer wenn junge Leute Musik machen. Wir sind ja jetzt umgezogen in dieses neue Gebäude der Universität und das eröffnet natürlich fantastische Möglichkeiten, weil wir einfach auch mitwirken konnten an der Planung dieses Gebäudes. Und dazu gehört zum Beispiel unser Biotechnikum, wo wir die vielen Fermentationsanlagen stehen haben und wo wir sehr ungewöhnliche und sehr schwer kultivierbare Mikroorganismen in Kultur bringen, worauf wir auch ein bisschen stolz sind. Wir machen Expeditionen, auch mit Studierenden aus dem Bachelor- oder Master-Level, weil die Archaea so spezialisiert sind auf extreme Habitate, besonders heiße Quellen. Ich war auch schon mit Studentengruppen in Süditalien und auf den Azoren waren wir früher und später war ich auf Island mit meiner Arbeitsgruppe und bringen Probenmaterial und dann teilen wir das sozusagen für molekularbiologische Studien und nehmen aber auch einen Teil immer, um neue Organismen in Kultur zu bringen. Ich
bin im Jahr 2019 von einer Kollegin aus der Philosophie angesprochen worden, eine Veranstaltung zu organisieren zum Klimawandel, eine Vorlesung. Und es waren tatsächlich die Fridays for Future, die Studierenden an der Uni Wien, die darum gebeten hatten, dass es mehr Lehre geben sollte zu diesem Thema. Und dann habe ich zugestimmt, diese Vorlesung mitzuorganisieren. Mittlerweile bin ich Hauptorganisatorin. Und wir haben diese Vorlesung also jetzt jedes Wintersemester durchgezogen. Wir laden internationale Sprecher ein und Sprecherinnen und beleuchten das Thema der Klimakrise von allen Fachrichtungen. Ich würde mir wünschen, dass also Themen zur Klimakrise weit mehr auch in die Lehre Einzug finden. Aber vor allem würde ich mir auch wünschen, dass Forschungsinstitutionen viel mehr tun zu diesem Thema. Also ich glaube, dass wir Vorreiter sein müssen als Bildungsinstitution, um zur Klimakrise nicht nur zu forschen, sondern auch zu lehren und zu informieren. Und dass wir jetzt auch die Verpflichtung haben, als Forschende das auch von der Politik einzufordern, dass es Konsequenzen gibt endlich.